Hallo, hier ist Karl von der Wiener Fotoschule. Heute begrüße ich euch vom Hochwechsel. Es geht um das Thema Winterfotografie. Im Winter habe ich die Kamera immer noch in einer zusätzlichen Bereitschaftstasche außen, damit ich sie jederzeit zur Hand habe. Und manchmal packe ich sie auch noch in einen kleinen Müllsack ein, damit sie nicht feucht wird. Wenn ihr jetzt wechselt von der Kälte in einen warmen Raum, dann lasst die Kamera im Rucksack, dass sie sich langsam erwärmen kann und dann könnt ihr auch indoor weiter fotografieren. Auf keinen Fall die kalte Kamera in die Hütte und dann Objektiv wechseln, denn dann ist der Sensor auch noch beschlagen und dann dauert es sehr lange, bis das Ganze wieder abgetrocknet ist. Wenn ihr draußen im Schnee fotografiert, beachtet den Weißabgleich, denn im Schatten werden die Fotos oft blaustichig. Das heißt, ich stelle hier wirklich einen korrekten Weißabgleich ein und dann bekommt ihr auch schöne Farben. Ganz wichtig ist auch die Belichtung, denn das viele Weiß des Schnees täuscht den Belichtungsmesser und manchmal werden die Fotos dann so leicht gräulich. Das heißt, ihr macht eine Belichtungskorrektur und plus eine Blende und dann bekommt ihr wirklich ein reines, schönes Schneeweiß. Aber bitte aufpassen, das Foto nicht zu hell belichten. Es sollte auch in der hellsten Stelle des Schnees noch ein bisschen erzeichnen. Das heißt, man sollte eine Struktur erkennen. Vielleicht noch ein paar Tipps zur Bildgestaltung. Ihr könnt natürlich schöne Makroaufnahmen machen im Winter, wenn diese tief verschneiten Wälder oder bei Wächten, die manchmal wirken wie Sanddünen. Also lasst euch hier einfach inspirieren und ihr werdet auch im Winter tolle Bilder machen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Ich freue mich schon. Bis zum nächsten Mal.